Es war ihr letztes Abendmahl zusammen. Jesus war schon sehr unruhig. Wahrlich, ich sage euch, sprach er, einer von euch an diesem Tisch wird mich verraten. Nur Judas wusste genau, wen Jesus meinte. Die anderen Jünger aber waren ganz aufgebracht. Bin ich es, Herr? Bin ich es? Fragten sie. Johannes beugte sich zu Jesus und flüsterte: Meister, wer ist es? Jesus sagte: Es ist der, dem ich das Brot geben werde. Er tauchte ein Stück Brot in die Soße und reichte es Judas. Der Menschensohn wird sterben, so wie es vorhergesagt ist, sagte Jesus. Aber wehe dem, der ihn verrät. Es wäre besser für ihn, er wäre nie geboren worden. Judas blickte Jesus an und versuchte, ganz gelassen zu tun. Du meinst doch nicht etwa mich, Herr? Sagte er. Aber Jesus wusste alles und sagte: Geh und tue, was du tun musst. Und Judas stand auf und verließ das Haus. Keiner der anderen Jünger hatte etwas von diesem Gespräch bemerkt. Sie wussten, dass Judas ihr Geld verwaltete. Sicher war er gegangen, um etwas für sie zu besorgen. Während des Essens nahm Jesus das Brot, dankte Gott, brach es und gab es den 11 Jüngern mit den Worten: Nehmt und esset alle davon. Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Erstaunt und nachdenklich sahen die Jünger ihn an. Dann nahm Jesus den Wein, dankte Gott, schenkte den Jüngern ein und sagte: Trinkt alle davon. Dies ist mein Blut des Neuen Testamentes. Gottes neuer Bund mit den Menschen wird mit diesem Blut besiegelt. Es wird vergossen werden für euch und viele andere zur Vergebung ihrer Sünden. Und ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Saft des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem trinke im Reich meines Vaters. Traurig nahmen die Jünger dieses Wort auf und blickten nieder. Gottes Herrlichkeit wird sich zeigen, sagte Jesus. Meine lieben Freunde, ich werde nicht mehr lange bei euch sein, und deshalb gebiete ich euch, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Meister, warum verlässt du uns? Riefen die Jünger. Wir gehen mit dir. Ihr könnt nicht mit mir gehen, sagte Jesus freundlich. Aber später werdet ihr mir folgen.